Sind ja ein alter Hase mittlerweile beim FCE. Welchen Eindruck haben Sie von dieser Mannschaft in diesem Jahr im Sommer? Ja, sehr gut. Ich habe das schon, glaube ich, in anderen Interviews gesagt. Das, was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass der Kern oder viele Spieler zusammengeblieben sind. Wir sind schon eingespielt, haben schon viele Automatismen, haben dazu aber auch noch Spieler bekommen, die sich sehr gut einfügen, die probieren, da genau reinzukommen, diese Abläufe zu verstehen, selber zu verinnerlichen. Und ja, deshalb sind wir, glaube ich, alle sehr zuversichtlich für die Saison und hoffen, dass wir einen guten Start erwischen. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Und ja, aber wir wissen natürlich auch, die Saison ist lang, da kommt es auch viele Kleinigkeiten an, aber wir hoffen, sind zuversichtlich, dass das eine gute Saison wird. Sie gehen ja als Meister und Pokalsieger in die Saison. Ist man automatisch damit auch der Topfavorit in der Liga? Ich sag mal, wer Topfavorit ist, da sind, glaube ich, die Presse oder andere für zuständig. Wir wollen uns auf uns besinnen, wie letzte Saison einfach in jedes Spiel gehen. Wir wissen, dass wir jedes Spiel gewinnen können und das sollte unser Ziel sein. Favorit hin oder her oder wie das dann sich in der Saison verteilt, das haben wir, glaube ich, in der letzten Saison gesehen. Das ist nicht immer wichtig, ob man nach 10 Spieltagen, 15 Spieltagen vorne ist, sondern wir müssen jedes Spiel einzeln angehen, jedes Spiel gewinnen und darauf kommt es, denke ich, mal an. Nach dem verpassten Aufstiegsspiel in Unterharing oder dem verpassten Aufstieg in Unterharing waren die Spieler am Brunnen zerstört, einige haben überlegt, ob sie dann auch weiter hier spielen wollen. Sie haben am Ende auch wieder ihren Vertrag verlängert. Was hat Sie am Ende dazu bewogen, in Cottbus zu bleiben und welche neue Herausforderungen nehmen Sie da an? Ich glaube, jeder Spieler, der hier mal dieses Trikot getragen hat, besonders jetzt in den letzten Jahren, weiß, was er an dem Verein hat. Ich glaube, das stand nie in Frage, dass jemand hier irgendwie gehen wollte, weil er sich nicht wohlfühlt oder so. Wir wissen, was wir hier bekommen. Wir kennen das Trainerteam, wir kennen die Abläufe. Wir sehen, haben in den letzten Spielen gesehen, was hier für eine Wucht in diesem Verein ist. Deshalb glaube ich, war es für jeden klar, wenn man hier diese Möglichkeit hat, wenn hier so ein Konzept steht, dass das für jeden Spieler eine tolle Sache ist, die eine Ehre ist, dieses Trikot zu tragen. Und wie ich gerade gesagt habe, wir sind alle zusammengeblieben, ein großer Teil, das ist sehr wichtig, haben gute Spieler dazu bekommen und haben einfach alle nur Bock, dass das jetzt langsam losgeht, haben dann wieder ein Highlight mit dem DFB-Pokal, das ist, glaube ich, auch für den ganzen Verein wichtig und ja, wollen jetzt einfach langsam nur, dass es losgeht.